herzlich willkommen zurück in der zweiten Runde. Das ist erst die erste große Pause gewesen, ja? Genau, ich brauche jetzt mal einmal gelbe Seiten. Gelbe Seiten, wessen sind das? Deine? Wessen gelbe Seiten sind das? Martins gelbe Seiten, danke Stin. Wir machen zunächst nämlich aus Halle. Halle? Halle wo? Halle an der Saale. Ja, der kann ja selber für sich sprechen. Halle an der Saale? Achso, hast kein Mikro. Das ist aber artig. Wirklich? Kommst du aus Halle? So, ja, ich komme aus Halle. Ist das die Stadt, die noch sehr viel Architekturpotenzial hat? Sehr viel, ja. Okay, alles klar. Gut. Also, wir machen nämlich jetzt mal Folgendes. Ich werde gleich mal jemanden anrufen und versuchen, ich betone, ich versuche es, denn hundertprozentige Garantien gibt es keine. Ich werde versuchen, dieses Skript zu benutzen. Sekretärinnen, Vertrauensaufbau, Anruf, Grundfilterfrage, und ich werde mir einzelne Teile hier herausnehmen und versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Gut, Peter Kaiser ist erledigt. Ich mache mal den Werbeblock zu, ja? So, oh. Okay, alles klar. Das war gestern. Telefonblockaden beseitigen. Und ich werde, sofern Einwände kommen, werde ich euch schon mal ein paar Einwandbehandlungstechniken vorstellen, die ich euch dann noch am späten Nachmittag näher erläutere. So, also. Irgendeine Nummer. Okay. Also. So. Und bevor wir anrufen, achtet bitte darauf, dass ihr von selbst schon mal erkennt, welche Schritte ich benutze. Das eine oder andere kennt ihr bereits. Und achtet bitte auch mal darauf, wie ich Vertrauen aufbaue. Schreibt euch vielleicht was mit. Ja? Bitte? Ja, das ging sowieso gerade nicht. Kannst du mal vorgehen zur Rezeption? Die sollen den Kanal freischalten. Auch für... Okay, alles klar. Live freischalten. Also, dann gehen wir schnell das Skript durch, was ich gleich präsentieren werde. Gehen wir nochmal die einzelnen Schritte durch. Guten Tag, mein Name ist Carsten Weyreuther. Ich weiß, oder sofern eine Sekretärin dran ist, guten Tag, mein Name ist Carsten Weyreuther. Wenn Sie mich gleich zum Chef durchstellen, dann sagen Sie ihm doch bitte schon mal, dass Carsten Weyreuther im Apparat ist. Danke, ich bleibe so lange in der Leitung. Danke, danke, danke. Dann ist der Chef an der Leitung, genialerweise. Guten Tag, mein Name ist Carsten Weyreuther und möglicherweise können Sie jetzt mit meinem Namen überhaupt noch nichts anfangen. Weyreuther, noch nie gehört. Dann kommt garantiert ein Nee. Zweitens,
Wenn ich Ihnen gleich sage, dass ich Sie als Neukunden gewinnen möchte, dann gehen bei Ihnen gleich die roten Lampen an. Wieder einer, der mir was verkaufen möchte. Ist doch so, oder? Dann wird wieder ein Ja kommen. Und spätestens hier, ja, um was geht es denn? Anrufgrund. Es geht darum, ich möchte Sie als Neukunden gewinnen. Da kenne ich gar nichts. Und wie ich das mache, interessiert Sie bestimmt am allermeisten, nicht wahr? Ja, dann erzählen Sie mal. Ist es denn, bevor ich anfange, grundsätzlich möglich, Sie als Neukunden zu gewinnen? Oder sind Sie neuen Dingen grundsätzlich verschlossen? Nein, um was geht's denn? Da müssen Sie schon mal sagen, um was es geht. Hypnotische Einladung. Stellen Sie sich nur mal vor. Nur mal folgendes Szenario vor. Wir sitzen eine halbe Stunde am Tisch. Ich zeige Ihnen, wie Sie zum Beispiel Ihre Versicherungskosten um 10%, 20%, 30% reduzieren können. Und stellen Sie sich weiterhin vor, dass es dafür nur ein paar ganz kleine Umstellungen braucht, dass wir dafür nichts Besonderes tun müssen, außer ein paar intelligente Kunstgriffe zu verwirklichen, ohne viel Staub aufzuwirbeln. Ist es auch für Sie wichtig, Kosten zu sparen, ohne viel Staub aufzuwirbeln? Wenn sie mir sagt, grundsätzlich ja, nach der Variante A, die Filterfrage, werde ich weitergehen mit einer Wunschfrage, Kaufsignale provozieren, dann ist es Ihnen also wichtig, wenn wir gemeinsam umsetzen, was ich schon bei anderen Kollegen Ihrer Branche erfolgreich mehrere Dutzend Male geschafft habe und jeden Tag mehrmals tue, dass das nicht nur versprochen bleibt, sondern dass wir das wirklich solide umsetzen. Wenn sie sagt ja und keine Einwände bringen, ja, oder wenn er sagt, das geht sowieso nicht, oder sollen sie mich vielleicht hinter die hohle Fichte führen, oder wir haben dies und das und jenes, dann werde ich in die Einwandbehandlung gehen und mal schauen, ob ich durchkomme. Wenn nicht, haben wir es wenigstens versucht. Wenn ja, werde ich mit der Frage Nummer 11, im Schritt 11, versiegeln und schauen, ob sie verstanden hat, was ich von ihr möchte, ob er bereit ist, sich mit mir zu treffen. Das heißt, wenn ich Ihnen tatsächlich zeigen kann, dass ich Ihnen, lieber Herr Meier, Frau Lehmann, das ohne viel Staub aufzuwirbeln, ja, vielleicht 1.000 Euro einspart, dann hat sich ein Treffen zwischen Ihnen und mir gelohnt. Das ist die Theorie, ich weiß, die Theorie. Wenn sie sagt, okay, prima, in dem Fall passt es ja für uns beide, deshalb meine Frage, damit ich Ihnen gleich mal ausrechnen kann, wie viel das bringt. Meine Frage, wann ist der 27.3., was ist denn das für ein Tag bei Ihnen? Ein Sonntag, Moment mal, 2011, ich muss mich korrigieren, der 28.3. Was ist denn das, der 27.3.? Ach, wirklich ein Sonntag. Wenn dir das mal passieren sollte, dann sagst du einfach, ja, wenn der Kunde also antwortet, ist bei mir ein Sonntag, und Sonntag trifft sich ja in der Regel kaum jemand, dann sagst du einfach, oh, pardon, ich war im falschen Jahr. Moment, dann fängst du irgendwas zu rascheln an. 2011 natürlich, das ist dann der 28. Was ist denn der 28. bei Ihnen für ein Tag? Hm? Es gibt Verkäufer, die telefonieren spontan und haben vorher nicht geschaut, was für ein Tag das ist. Ja? Okay. Gut. Jetzt versuche ich mal, ob es mittlerweile geht. Abgewiesen. Ist Dean schon wieder zurück? Nee, ist Dean ist nichts wieder zurück. Okay, alles klar. Dann machen wir Folgendes. Weil ich gerne vortelefoniert hätte erstmal zur Feier des Tages. Wir unterbrechen mal für 2 Minuten. Ich gehe schnell zur Technik vor und kläre das Problem, weil ich auch heute Nachmittag noch 1-2 Mal vortelefonieren möchte. Wenn wir schon die Kameras aufgebaut haben, ein Telefonat wird dabei sein, was wir richtig schön ausschlachten können. Den Schrott schneiden wir raus und das Gute bleibt drin, an dem du lernen kannst. Okay? Ja,
von dreien klappt mindestens eins, das weißt du selber. Ja? So, mach mal kurz. Ja, natürlich. Was ist los mit dir? Alles gut? Ach so, du wärst froh bei einer Rate von 1 zu 3. Ich wäre froh bei einer 3 zu 1 Quote. Na gut, aber okay, dann ich auch übrigens. Okay, also, das geht immer noch nicht. Ich gehe jetzt selber mal vor, wir schneiden kurz. Ja, mach mal kurz. Ich kann einen Spezialtrick verraten, wie es funktionieren kann. Das liegt an der neuen Telefonanlage, die haben. Wir müssen es einfach versuchen. Bist du soweit? Ein Spezialtrick? Ja, versuch mal. Ja, mach mal. Okay, in der Zwischenzeit, während er den Spezialtrick, was denn für eine neue Telefonanlage? Wir sind bei der Telekom. Pscht, keine Schleichwerbung. Bevor die Kameras hierhin schwenken, noch nicht, bewegt euch nicht, ja, noch nicht. Jana, soll lieber dein Mann sprechen oder du? Du hast, genau, okay, dann Jana, bitte nicht ins Bild. Ist okay, wenn die Kamera dich kurz streift, den Carsten kurz, brauch mal ein Mikrofon. Dann können wir ein bisschen Eigenwerbung machen. Carsten. Ja, Carsten. Carsten, du hast mir erzählt, geht's denn? Probier erst mal. Carsten kann sich schon vorbereiten, aber weiß noch nicht auf was. Klingelt's? Abgewiesen? Gut, okay, dann lass mal. Carsten, ganz schnell. Du musst übrigens keine Null vorwählen. Ich weiß nicht, wer genau... Ja. Also, Carsten, hast mir vorhin kurz vor der Pause oder kurz nach der Pause, nachdem wir die Pause begonnen haben, hast du mir gesagt, dass du im letzten Jahr Oktober, November, Dezember so viel Umsatz gemacht hast, wie, wenn ich das richtig verstanden habe, wie nie in einem Jahr zuvor. Ja, korrekt. Möchtest du an unsere Zuschauer und Teilnehmer, möchtest du ihnen kurz verraten, was du glaubst, was dazu geführt hat, außer dass du immer fleißiger und fleißiger wurdest? Also, es hat dazu eine hohe Terminquote geführt. Wie hast du das gemacht? Indem ich viel telefoniert habe. Auch viel, okay. Damals, wann war das? Akquisecamp? Mhm. November, oder? Ja. Okay. Ja. Auch da sehr viele sehr viele Termine, qualifizierte Termine fürs Jahresende schon gemacht habe. Wie viele Termine hast du in der Woche gemacht? 20 ungefähr. 20, wie viel hast du abgeschlossen? Ach, sagen wir 12. 12? Das Finanzamt kauft das Video sowieso nicht. Nee. Aber die 12. Wissen davon. Die wissen davon, ja? Okay. Was wir also gemerkt haben, ich bin ja schon über anderthalb Jahre beim Training, man wendet es bewusst und unterbewusst viel mehr stärker an. Und Jana hat auch schon gesagt, dass 30% von dem Mehrerfolg euch zuzuschreiben sind. Davon bin ich auch überzeugt. Mit uns, da meinst du vermutlich die Methoden. Mit den Methoden. Genau, denn wir sind nur gute Präsentatoren. Ich glaube, die Methoden, die wir trainieren, hat irgendjemand mit dir besonders stark trainiert? Hast du irgendwie ein Spezial-Super-Coaching bekommen? Nein. Richtig, weil einfach nur machen und ausprobieren hat nämlich gezeigt, dass die meisten Dinge einfacher sind, als man glaubt. Man braucht nicht für alles einen Spezial-Super-Super-Super-Coach. Ja. Ja? Ja, okay. Man kann auf Einwände viel besser reagieren, man weiß dann auch, was zu sagen endlich. Okay. Was mir aufgefallen ist bei mir, ich schieße viel mehr Kunden ab, die mich auslutschen und fühle mich sehr gut dabei und habe dann viel mehr Zeit für die, die mir wirklich was bringen. Kann es sein, dass deine Sicherheit zugenommen hat, weil du gesagt hast, jetzt weiß ich endlich das und was ich sagen kann, wenn mal was kommt? Ja. Ein Einwand. Das ist. Wer fühlt noch so wie Carsten, dass wenn er viel mehr, also zunächst erst nur mal in der Theorie sicher aufrufen könnte, dass er dann im Verkaufsgespräch auch sicherer wird? Weil er weiß, er kann auf 20 verschiedene Arten reagieren. Einen Teil der Sicherheit wird genau daraus resultieren. Deshalb prüfen wir euch auf Herz und Nieren und prüfen euch so lang, bis die Defizite ausgemerzt sind. Die zu Terminen führen, ausgemerzt sind. Damit Termine am Ende oder Abschlüsse zustande kommen. Jo, Carsten, dann hattest du ein schönes Weihnachtsfest, vermutlich. Ja. Ja. Was bedeutet denn 30% mehr Umsatz? Nenn mal eine Summe als letzte Frage. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Wer hat das Finanzamt jetzt? Du hast ja hier gelesen, ja, wie die Barbara sagte, das Finanzamt zockt uns alle ab. Wir können ja die Summe, ist es was Fünfstelliges? Also es ist was Fünfstelliges und mhm. es ist keine Eins und keine Zwei davor. Okay, also 32,573 €. Ja, so ähnlich. Gut, alles klar. Also, danke dir, Carsten, für die kurze Teilnehmerstimme. Danke und weiterhin viel Erfolg, Rosa. Danke. Gerne. So, kann ich jetzt? Ja, mach du gleich. Gut, okay. Wen rufen wir denn an? Was soll ich denen verkaufen? Oh, ich liebe und akzeptiere mich von ganzem Herzen auf, wenn ich total aufgeregt bin. Also, Frau Lange, ja? Hausverwaltung Lange und Gerken, 4 Lange hier, hallo. Bayreuther, grüße Sie. Wen habe ich denn am Apparat? Die Frau Lange. Herr Bayreuther, was kann ich für Sie tun? Frau Lange, Sekretärinnen haben Sie nicht zufälligerweise, die ich umgehen kann? Nein, Sie sind direkt bei mir auf der Durchwahl. Okay, alles klar. Frau Lange, ich sag mal schnell, um was es geht. Mit meinem Namen können Sie möglicherweise noch nichts anfangen. Mein Name ist Bayreuther. Oder haben Sie den schon irgendwo mal gehört? Nein, Herr Bayreuther, das tut mir leid. Wollte ich. Okay, ja, vielleicht nach unserem Telefonat. Ja? Also, Frau Lange, ich sag mal schnell, um was es geht. Denn es ist ja möglicherweise auch für Sie immer wichtig zu wissen, um was es geht. Dann wird nicht lang gelabert. Ich sage es mal auf den Punkt. Ich, Frau Lange, möchte Sie als Neukunden gewinnen. Wie gefällt Ihnen diese Idee? Ist es grundsätzlich möglich? Da ist grundsätzlich erstmal die Frage, worum es geht. Das heißt, ja, wenn es um was... Das müsste ich ja schon erstmal wissen. Also das bedeutet ja, wenn es um etwas wirklich Gutes geht. Ja, Sie müssen mir wirklich erstmal sagen, worum es geht. Ansonsten sage ich Ihnen ja jetzt nicht zu, dass ich Ihr Neukunde bin. Ah, das heißt, Ihnen ist es wichtig, dass es wirklich was Tolles gibt, was ich Ihnen anbieten kann. Danach lässt sich drüber reden. Genau. Okay, prima. Frau Lange, stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Wir beide treffen uns in Ihrem Büro, vielleicht für eine halbe Stunde. Wir gehen Ihre Kosten durch. Vielleicht die, die Ihnen am meisten wehtun. Vielleicht ist es die Miete, vielleicht ist es der Einkauf bestimmter Rohstoffe und Produkte. Vielleicht sind es, und ich meine damit nicht die Mitarbeiter, bestimmte Nebenkosten. Und wir stellen nach einer halben Stunde fest, dass Sie im Jahr, sagen wir mal, ungefähr 5-10% Ihrer Netto-Betriebsausgaben senken können. Sie stehen auf, klopfen sich selbst auf den Oberschenkel und sagen, jawohl, das macht Sinn. Das ist nicht übertrieben und der Betriebsfrieden wird nicht gestört. Mal angenommen, das würde sich abspielen. Ist es grundsätzlich... Darf ich Sie fragen, worauf Sie hinaus wollen? Sekunde, noch eine kleine Zwischenfrage. Ist es denn grundsätzlich wichtig für Sie, Kosten zu sparen? Ja, ist selbstverständlich. Wer will das denn nicht, Herr Bayreuther? Okay, dann beantworte ich Ihnen Ihre nächste Frage. Und zwar, worauf möchte ich hinaus? Es gehen ja relativ viele hohe Summen von Ihren Konten ab. Und mein Großvater hat mal gesagt, du wirst nicht reich, wenn du viel verdienst, sondern wenn du wenig ausgibst. Und ich vermute mal, wenn Sie wenig... Da hat Ihr Großvater recht. Ich vermute mal, wenn uns das bei Ihnen ebenso gelingt, könnte es unter Umständen sein, wenn es sinnvoll ist, dass Sie von der Idee mehr und mehr begeistert sind. Ist es auch für Sie wichtig, von wirklich guten Ideen begeistert zu sein? Ja, darf ich Sie trotzdem noch mal fragen, worauf Sie hinaus wollen, Herr Bayreuther? So unendlich viel Zeit habe ich nicht. Okay, also. Was zahlen Sie jährlich an Miete? Oh, im Jahr. Im Jahr. Lassen Sie mich lügen. Ich zahle, ich glaube, 800 € monatlich. Können Sie sicher ausrechnen. Eine Zwischenfrage, und zwar Frau Lange, ja? Ja. Was würde es für eine Geschäftsfrau wie Sie bedeuten, wenn sie im Jahr bis zu 2.000 € Miete spart? Ich weiß, das wäre eine feine Sache. Ich weiß, das klingt ein bisschen unrealistisch, weil Sie haben einen Vertrag, Sie haben einen Vermieter. Und jetzt fragen Sie sich möglicherweise, wie will der Bayreuther das machen? Wir haben Methoden und seriöse Stilmittel, um selbst mit Vermietern sehr kluge Vereinbarungen zu treffen. Und stellen Sie sich weiterhin vor, was es für Sie bedeuten würde, wenn wir Ihre Verbrauchskosten, Ihre sonstigen Verbrauchskosten, sehen Sie da Reinigungsmittel, Strom, Gas, Telefon, wenn unsere Spezialisten hier, wie sagt der alte Volksmund, Kleinvieh macht auch Mist.
Wenn wir dann nochmal 5-10% im Jahr sparen, was würden Sie sich gerne von diesem Geld sonst leisten, liebe Frau Lange? Ach ja, das müsste ich mir dann überlegen. Das ist ja schon eine ganze Summe da. Das heißt, wobei ich noch immer nicht sehe, wie ich das Geld sparen soll, Herr Bayreuther. Habe ich nicht verstanden, Frau Lange. Wie bitte? Können Sie nochmal wiederholen? Das ist eine ganze Summe, habe ich gesagt, aber ich sehe noch nicht, wie ich dieses Geld sparen soll. Es tut mir leid, ich bin auch unterwegs. Deswegen muss ich Sie nochmal bitten. Das heißt, für Sie ist es wichtig, dass es geräuschlos verläuft, dass es sinnvoll ist und dass es wirklich auch bei Ihnen klappt und dass wir, wenn wir uns schon treffen, wirklich einen guten Batzen an Ersparnissen realistisch hinbekommen, Frau Lange. Ja, das müssten Sie mir dann schon zusagen. Das heißt, wenn ich Ihnen das nicht nur am Telefon verspreche, sondern auch vor Ort beweisen kann und Sie sich das anschauen, bitte Frau Lange, skeptisch anschauen und nicht, weil ich Ihnen gefalle, sondern weil Sie mich auf Herz und Nieren prüfen, dann hat sich ein Termin gelohnt. Ja. Okay. Das würde ich Ihnen so unterschreiben. Frau Lange, damit ich Ihnen, jetzt habe ich meinen Leitfaden im Kopf vergessen, damit ich Ihnen zeigen kann, wie viel eingespart werden kann und es nicht nur versprochen bleibt, sondern auch Wirklichkeit wird. Was ist denn der 28.3. bei Ihnen für einen Tag? Gucken Sie mal in Ihren Kalender, Frau Lange. Gucken Sie mal. Der 28.3. Da ist schlecht, Herr Bayreuther. Das heißt, für Sie ist es wichtig, dass wir uns in der Woche an einem Tag treffen, wo es super klappt. Es wäre schon schön, wenn ich zumindest Zeit hätte, ja. An welchem Tag klappt es denn besonders gut? Mittwoch, Donnerstag oder Freitag? Also generell passen mir die Dienstage immer sehr gut. Da habe ich wenig Außentermine, da mache ich viel im Büro, da könnte ich mir dann auch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Also Dienstag, sagen wir 16 oder 18 Uhr? 18 Uhr. 18 Uhr. An welche E-Mail-Adresse geht denn die kleine Terminbestätigung, Frau Lange? An papst@hbvhb.de. Ja, können Sie es nochmal wiederholen? Habe ich jetzt so schnell nicht mitschreiben können. Papst. Herbst? Papst. Aha. Hä? At HBV. HBV. HBE. BV. HB. Okay, B-E. Alles klar. Habe ich nicht, habe ich nicht verstanden. Okay, Frau Lange, noch eine Frage zum Schluss. Ist es denn, habe ich ganz vergessen. Ich habe noch die Frage vergessen. Sagen Sie, auf was in diesem Termin freuen Sie sich denn am allermeisten? Einfach mal dass so. Dass Sie mir sagen, was genau Sie machen möchten. Darauf freue ich mich am meisten. Okay, weil mir manche Kunden sagen, dass sie mir wirklich eine gute Summe zusammensparen können, sonst lohnt sich ja das Gespräch nicht. Frau Lange, letzte Frage. Ist es denn gestattet, unser Telefonat auf Band, auf Video oder akustisch mitzuschneiden für Trainingszwecke? Das habe ich jetzt vergessen zu fragen. Aber selbstverständlich, Herr Bayreuther. Wie bitte? Selbstverständlich, ich habe da nichts zu verbergen. Okay, alles klar. Frau Lange, in diesem Sinne sage ich mal Servus, Frau Lange. Ja, danke. Wir sehen uns dann am 28.03. 18 Uhr. Jo, genau, alles klar. Gut. Gut, tschüss. Servus, tschüss. So. Wer fährt da hin? Wer kann Kosten sparen von euch? Wie, wer? Also, ich habe jetzt nur im Kopf gehabt, wir haben nächste Woche ein Akquise-Camp. Und das sind 10 Mitarbeiter von Klöpfel Consulting. Das ist eine große Unternehmensberatung aus, wo kommen die her? Düsseldorf? Düsseldorf. Und die betreuen so größere Konzerne. Die machen halt Kostenoptimierung und wir haben gestern Abend noch Einwandbehandlung dafür trainiert, damit wir den Jungs eine CD produzieren, der Christian, damit die sich vorbereiten können. Die haben ja Einwände, das glaubst du ja nicht. Ja, da kommt der Einwand, die Lieferanten müssen auch leben. Ja, wie willst du damit Kosteneinsparung argumentieren, ja, wenn die sich mehr um die Lieferanten sorgen als um ihren eigenen Betrieb? Dann bekommen die den Termin. Aber mal sehen, was machen die erst ab 100 Leute, ja? Okay. Na gut, die Frau Lange klang nicht wie 30 Millionen Jahresumsatz. Bei wie viel Miete? 800 im Monat. Na gut, okay, aber... Also ich merke gerade, ich spüre gerade, selbst ich als Profi, wenn die Kamera so mitläuft und man will was wirklich Gutes einfangen,
da bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin Mensch. Ja, habe ich so gemerkt, habe ein bisschen feuchte Hände. Sonst macht mir das nichts aus, wenn kein Mitschnitt erfolgt. Aber wenn ich möchte, dass was Gutes auf Band kommt, dann will man relativ brillant sein. Ja, weil das ja nun 100 Jahre halten muss. Und so. Also ich muss zugestehen. So, also, aber es macht mich auch ein Stück weit kalkulierbarer, oder? Menschlich, ja? Und so. Okay, willst du was sagen? Okay, alles klar. Ja, deswegen habe ich das Mikro. Ach so. Das hat da die Folge auch nicht interessiert, als du gesagt hast, jetzt habe ich meinen Leitfaden vergessen. Was wollte ich denn als Nächstes sagen? Da warst du ja ganz ruhig. Ich hatte tatsächlich kurz meinen Leitfaden vergessen, weil ich ein bisschen aufgeregt war. Durch die blöden Kameras. Ja, das habe ich noch nie, ich habe noch nie ein Live-Telefonat vor Kameras geführt, das merke ich gerade, das muss ich mir mal genau anschauen. Ja, aber es ist vermutlich die Anspannung des Lampenfieber, da war kurz der Leitfaden weg. Es war wirklich kurz weg. Aber weil ich ja weiß, dass die Leute nichts unternehmen, wenn ich sage, ich habe meinen Leitfaden vergessen, da passiert ja im Grunde genommen nichts, habe ich das als Zwischenschritt benutzt, um nachdenken zu können. Und dann war ich wieder auf Spur. Also ihr seht, wenn ich schon manchmal aufgeregt sein kann und was vergesse, wie wichtig es ist, dass gerade ihr besonders gut trainiert und nochmal hinschaut. Wenn ich als Profi schon eingestehen möchte, dass wir Menschen sind, die telefonieren. Einverstanden. Weil es gibt ja durchaus Verkäufer, ich will jetzt niemanden genau anschauen, die sind so routiniert, da läuft es schon. Wie geschnitten Brot. Thorsten, hinter dir sitzt niemand mehr. Ja, okay. Also, so. Auf was machen wir? Ja? Hast du dir schon ein Mikrofon besorgt, lieber Steen? Hier, wer kann? Steen, du kannst ihm ja ein Mikro vermieten. Bin jetzt auch da. Okay. Da fällt mir noch was ein vom Akquisecamp. Wenn ihr anruft und der ein oder andere von euch ist vermutlich immer ein bisschen nervös, wenn er anfängt zu telefonieren. Pinkelt ja nicht jeder Eiswürfel beim Telefonieren. Ihr könnt ins Gespräch auch einsteigen, puh, ich bin jetzt gerade ein bisschen nervös, verzeihen Sie es mir, wenn ich ein bisschen langsamer bin oder mal kurz in meine Notizen reingucken muss. Das baut sogar zusätzlich Vertrauen auf. Das funktioniert bei denen, die im Akquisecamp ganz nervös sind. Es gibt ja dann so die Fälle wie der Bernhard, der fängt dann an zu stottern und der hat trotzdem Termine gekriegt. Der hat immer, Moment, ich bin gerade ein bisschen nervös, so ging das los. Hey, die Leute haben trotzdem ihm Termine gegeben, hat alles funktioniert. Also das kurzer Exkurs, Welpentechnik. Welpentechnik. Fiel mir da nur gerade ein, ich nehme das Mikro mal wieder mit nach hinten. Danke. Danke. Steen, sehr guter Tipp, Welpentechnik. Verkäufer genießen Welpenschutz, wenn sie sich wie Welpen outen als solche. Ja, ich bin im Moment total aufgeregt, ich habe feuchtnasse Hände, ich mache das noch nicht so lange. Verzeihen Sie mir, wenn ich den Leitfaden nicht habe, beziehungsweise nicht immer gleich die richtigen Sachen sage. Ist das okay für Sie? Ja. Und die Menschen sind dann wirklich so herznah ergreifend, dass sie sagen, komm, den neuen Verkäufern, da bist du jetzt einfach mal lieb. Und der Bernhard telefoniert unterdessen ja sicherer und benutzt die Welpentechnik immer öfters und immer noch, weil er merkt, er kann damit die Herzen an der anderen Leitung besänftigen. Die haben einfach, da ist immer mehr Sorgfalt herrscht dann. Ja? Und wenn er mal einen erwischt, vermute ich, war noch nicht dabei, der dann so antwortet, ja, was wollen Sie denn dann schon im Verkauf, wenn Sie noch gar nichts drauf haben? Da weiß er wenigstens, dann lege ich lieber auf. Ja, dann wäre das okay.